sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle herzlich zum diesjährigen Gedenken an das Oktoberfestattentat vom 26.09.1980. Das Attentat auf das Oktoberfest ist heute genau 39 Jahre her. Und fast ebenso lang richten wir als die DGB-Jugend dieses Gedenken aus. Viele von Ihnen sind jedes Jahr mit uns hier, um diesem Anschlag zu gedenken, diesem Anschlag mit den meisten Opfern in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und trotzdem will ich noch einmal kurz darüber sprechen, warum wir uns hier versammeln. Wir wollen die Erinnerung wachhalten, denn das Oktoberfest-Attentat zeigt uns immer noch, wie wichtig es ist, jeden Tag gegen rechte Ideologie einzustehen. Wir wollen ein würdevolles Gedenken mit den und für die Überlebenden und wir wollen an die Verstorbenen erinnern. Und deswegen setzen wir uns auch gemeinsam mit Betroffenen für die Erneuerung des Denkmals und für eine angemessene Gestaltung ein. Aber vor allem wollen wir die öffentliche Diskussion aufrechterhalten. Wir haben an dieser Stelle bereits mehrfach die Aufklärung des Attentats gefordert und über den wiederaufgenommenen Prozess gesprochen. Und wir wollen auch dieses Jahr, in dem die Einstellung des Verfahrens diskutiert und immer wahrscheinlicher wird, noch einmal mit Nachdruck sagen, dieser Prozess darf nicht ergebnislos eingestellt werden. Denn wir wollen nicht weitere 40 Jahre hier stehen und Aufklärung fordern müssen. Ich wünsche mir eigentlich, die Letzte zu sein, die hier dieses Jahr darüber spricht, dass dieses rechtsterroristische Attentat bisher immer noch nicht aufgeklärt wurde, dass die Täter nicht gefasst wurden und die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen sind. Denn die Menschen, die von dem Attentat am 26.09.1980 betroffen waren, müssen bis heute auf Antworten warten. Sie wissen bis heute nicht, wer eigentlich alles an dem Verbrechen beteiligt war. Das liegt an Ermittlungsfehlern und es liegt an gezielter Verschleierung der Verbindungen in die rechtsradikale Szene durch die ermittelnden Behörden. Und ebenso liegt es an der Vernichtung von Beweismaterial. Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, wem eigentlich die mysteriöse Hand gehörte, die einzeln am Tatort gefunden wurde und warum und vor allem durch wen diese Hand zusammen mit anderen Asservaten vernichtet wurde. Aber wir wollen, dass die Überlebenden, Angehörigen und alle Betroffenen mit einem ordentlichen Ende dieses Prozesses endlich ernst genommen werden. Und dafür muss nicht nur endlich das Attentat aufgeklärt werden, sondern auch die Fehler und Vertuschungen, die mit den Ermittlungen einhergingen. Ich wiederhole also noch einmal, dieser Prozess darf nicht ergebnislos eingestellt werden. Und deswegen stehen wir heute hier und wollen uns mit den Fragen beschäftigen, wo stehen wir eigentlich in dem Verfahren und welche Fehler wurden gemacht? Und vor allem, wie gehen wir als Gesellschaft mit dem rechten Terror um? Als Redner konnten wir dafür heute Ulrich Chaussy gewinnen, der als Journalist und Autor wie kein zweiter die Ermittlungen und den Prozess um dieses Attentat nicht nur verfolgt, sondern investigativ mit vorangetrieben hat. Und ich freue mich auf seine Rede und vorher noch auf das Grußwort des Oberbürgermeisters. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie zum diesjährigen Gedenken an das Oktoberfest-Attentat ganz herzlich. Ganz besonders freue ich mich, liebe Überlebenden, liebe Betroffenen, liebe Angehörigen, dass Sie so zahlreiche heute dabei sind. Herr Kinker, Herr Rohauer, Familie Schlegel, Frau Lang, Herr Lacadinos. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, aus dem Landtag, sind noch viel mehr da als begrüßt worden, aber es ist beeindruckend. Ich habe diese Veranstaltung seit über 10 Jahren begleitet und geschätzte Frau Ehrenbürgerin, es war noch nie so ein Andrang hier wie heute. Und es zeigt, dass wir hier auf gar keinen Fall vergessen wollen. Der 26. September 1980 ist ein Datum, das wir nie vergessen werden, das wir aber auch nie vergessen dürfen. Und der 26. September wird seither und wird er immer bleiben, ein schmerzhafter Tag, vor allem für Sie, liebe Betroffene, liebe Angehörigen. Umso mehr freue ich mich,
dass sie auch heuer wieder, manche auch zum ersten Mal, diesen schwierigen Gang auf sich genommen haben und hierher gekommen sind. Und ich will Ihnen sagen, es bedeutet mir auch persönlich sehr viel, dass Sie heute hier sind und mit uns gemeinsam an all diejenigen denken, die damals so jäh aus dem Leben gerissen wurden oder ihr Leben sich auf katastrophale Art und Weise verändert hat. München in eigener Regie weitere Schritte unternimmt, um den Opfern des Attentats von 1980 die gebührende Anteilnahme, aber auch die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Wir haben in den vergangenen Jahren Geld zur Verfügung gestellt, um den Betroffenen des Attentats bei der Linderung der sozialen, der psychischen und finanziellen, materiellen Folgen zur Seite zu stehen. Das erwähne ich wirklich nur en passant, weil ich das nicht für das Wichtigste halte. Noch wichtiger für mich, dass wir noch deutlicher als bisher an das Schicksal der Betroffenen erinnern und die Geschichte dieses barbarischen Terrorakts noch fester in unserem kollektiven Gedächtnis in unserer Stadt verankern. Dazu haben wir letztes Jahr eine neue Gedenktafel mitten in der Stadt im Prunkhof des Münchner Rathaus eingeweiht. Und gegenwärtig arbeiten wir daran, die Erweiterung dieses Denkmals, die Erweiterung des Informationsangebotes hier auf der Theresienwiese voranzubringen. Und ich fände es schön, nein, ich gehe davon aus, will ich ganz deutlich sagen, dass das Ganze zum 40. Jahrestag des Attentats 2020 fertig ist und hier stehen wird. Und ich lege in diesem Fall ganz persönlich größten Wert darauf, dass der Realisierungsprozess in engster Absprache mit den Betroffenen erfolgt. Was ich auf gar keinen Fall will, meine Damen und Herren, ist, dass über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen, die ihre Trauer und ihren Schmerz nicht genügend berücksichtigen. So etwas darf es nicht geben, aber ich verspreche Ihnen, so es wird es auch nicht geben. Dazu dient im Übrigen auch das derzeit und seit geraumer Zeit betriebene Forschungsprojekt, das erfolgreich verläuft, bei dem Interviews geführt werden, um die individuellen Schicksalsgeschichten von möglichst vielen Attentatsbetroffenen zu sammeln und anschließend zu dokumentieren. Auch hier ist das Ziel, die Perspektiven und die leidvollen Erfahrungen der Betroffenen deutlicher als bisher ins Blickfeld zu rücken und der breiten Öffentlichkeit eine klare und umfassende Vorstellung von diesem Anschlag zu vermitteln. Schließlich handelt es sich beim Oktoberfestattentat nicht nur um eines der schlimmsten Ereignisse in dieser Stadtgeschichte, sondern auch immer noch um den verheerendsten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland überhaupt, bei dem 13 Menschen ihr Leben verloren und 211 weitere zum Teil schwer verletzt wurden. 39 Jahre, meine Damen und Herren, 39 Jahre ist das jetzt her. Und noch immer sind die Tatumstände nicht restlos aufgeklärt. Vor allem, was die Hintergründe und die möglichen Drahtzieher aus rechtsextremistischen Kreisen anbelangt. Einfach abfinden kann und will ich mich nicht und wird sich auch die Stadt München nicht. Das, meine Damen und Herren, gebietet schon allein der Respekt vor den Todesopfern und vor den Betroffenen. An den Schmerz dieser Menschen wollen wir heute erinnern und damit gleichzeitig unsere Solidarität mit ihnen öffentlich zum Ausdruck bringen. Ich danke in diesem Zusammenhang der DGB-Jugend ganz herzlich dafür, dass sie diese jährliche Kundgebung hier am Mahnmal auch heuer wieder organisiert hat. Und Ihnen allen danke ich ganz besonders für Ihr heutiges Kommen und für dieses Zeichen der Solidarität. Herzlichen Dank. Thank you.
26. September 1980, heute vor 39 Jahren, nachts um 22.19 Uhr. Hier an dieser Stelle, an der wir versammelt sind, wird eine Bombe zur Explosion gebracht. Sie war hochkompliziert aufgebaut. In Phase 1 brannte sekundenlang eine meterhohe Stichflamme ab. Danach in Phase 2 explodierten 1,2 Kilogramm militärischer Sprengstoff. 13 Menschen verloren das Leben, 211 Personen wurden verletzt, 60 davon schwer, erlitten Verbrennungen, verloren Gliedmaßen. Es starben Gabriele Deutsch, 17 Jahre, Robert Meinwieser, 17 Jahre, Axel Hirsch, 23 Jahre, Markus Hölzel, 44 Jahre, Paul Lux, 52 Jahre, Ignaz Platzer, 6 Jahre, Ilona Platzer, 8 Jahre, Franz Schiele, 33 Jahre, Angelika Schüttrigkeit, 39 Jahre, Errol Weir Hodge, 25 Jahre, Ernst Festner, 30 Jahre, Beate Werner, 11 Jahre. Der 13. Tote hat an dem Attentat mitgewirkt, der 21-jährige Student Gundolf Köhler. Das wissen wir. Er brachte die Bombe in einer weißen Plastiktüte an den Explosionsort. Er legte sie in einen hier befindlichen Papierkorb aus Drahtgitter, der in tausende nagelähnliche Partikel zerrissen wurde, die die Obduzenten neben den Stahlsplittern der als Hülle verwendeten englischen Werfergranate den Toten entnahmen und die Ärzte in den Krankenhäusern den Verletzten. Wie die Bombe in den Sekunden, in denen sie Gundolf Köhler im Papierkorb ablegte, gezündet wurde, Fernzündung, Aufschlagzündung, Lundenzündung, wissen wir nicht. Ob sie von Gundolf Köhler gezündet wurde, wissen wir nicht. Ob die Explosion ein weiterer junger Mann ausgelöst hat, der von einer Zeugin um 22.19 Uhr mit am Papierkorb gesehen wurde und der sich in der Phase der Stichflamme abwandte und wegrannte, wir wissen es nicht. Wir wissen viel zu wenig über dieses im politisch hoch aufgeheizten Bundestagswahlkampf begangene politische Attentat, den blutigsten Terroranschlag in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zuallererst, weil am Ende der nur 2 Jahre geführten Ermittlungen in den 80er Jahren die für politischen Terrorismus allein zuständige Bundesanwaltschaft ein Ergebnis vorlegte, nachdem das Oktoberfest-Attentat gar kein politisches Attentat war, sondern, bevor es diesen Begriff gab, ein Selbstmordattentat, aber in einem ganz anderen als dem uns heute bekannten Verständnis. Ein verzweifelter, im Leben gescheiterter, sexuell frustrierter, sozial isolierter junger Mann soll es begangen haben. Er soll so in Selbsthass, Verbitterung und Hass gegen seine Umwelt abgedriftet gewesen sein, dass er es mindestens in Kauf nahm, bei seinem Suizid aus all diesen rein persönlichen Motiven auch noch andere Menschen mit in den Tod zu reißen. Bei aller behaupteten Verstrickung in seine Todessehnsucht hat er sich dann aber nicht in seiner Heimatstadt Donaueschingen auf den Marktplatz gestellt, sondern ist ins Auto gestiegen und nach München gefahren, um sich hier am Eingang zum Oktoberfest inmitten der fröhlich Feiernden in die Luft zu sprengen. Und weil alles so privat war, soll er die Tat ganz alleine ersonnen haben. Alleine soll er auch die hochkomplizierte Höllenmaschine erdacht, gebaut und sich die dafür notwendigen Materialien beschafft haben. Ohne fremde Hilfe, ohne Mitwisser. Das ist die Mär vom Einzeltäter Gundolf Köhler, die der Öffentlichkeit nach nur 2 Jahren Ermittlungen als offiziell ermittelte behördliche Wahrheit unterbreitet worden ist. Die Ermittlungen von da an eingestellt. Der angebliche einzige Täter tot. Und gegen Tote wird nicht ermittelt. Beinahe wäre es bei diesem fragwürdigen Ergebnis geblieben, das uns in der Bürgerschaft Münchens im November 1982 doch kopfschüttelnd hätte zurücklassen müssen, in dieser Stadt, in der die meisten Opfer zu beklagen sind. Hatten wir doch eigentlich alle in den ersten Tagen nach dem Anschlag in den Hauptnachrichten von der zeitweisen Verstrickung des mutmaßlichen Bombenlegers Gundolf Köhler in die rechtsextreme Szene
insbesondere in die Wehrsportgruppe Hoffmann, erfahren. Hatten wir doch unter fetten Schlagzeilen in den Zeitungen gelesen von jenem Zeugen, der Gundolf Köhler eine Stunde vor dem Anschlag ein paar Meter von hier auf der Verkehrsinsel vor dem Eingang des Brausebadhauses eine Viertelstunde lang im intensiven und erregten Gespräch mit zwei anderen jungen Männern beobachtet hatte. Wussten wir doch, dass die Bombe nur Tage vor der Entscheidung im hitzigen Bundestagswahlkampf 1980 detonierte und Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß noch in der Nacht des 26. September das Attentat in den Wahlkampf zog. Er trampelte durch den Tatort, als noch niemand etwas wissen konnte, und bezeichnete den Bundesinnenminister Gerhard Baum im Kabinett des Bundeskanzlers Helmut Schmidt als Unsicherheits- und Skandalminister, der schwere Schuld an diesem Anschlag auf sich geladen habe, durch die ständige Verunsicherung und Demoralisierung der Sicherheitsdienste. Diese, so Strauß, trauten sich ja nicht mehr, im Vorfeld aufzuklären und den potenziellen Täterkreis festzustellen. Aber was stellte sich einen Tag später heraus? Der mutmaßlich tatbeteiligte Bombenleger war zeitweise aktiver Sympathisant der Wehrsportgruppe Hoffmann gewesen. Die hatte Ministerpräsident Franz Josef Strauß im Freistaat Bayern seit Mitte der 70er Jahre gewähren und groß werden lassen. Er hatte nichts gegen das Bürgerkriegstraining mit Waffen unternommen. Hingegen hatte der von Strauß gescholtene Bundesinnenminister Gerhard Baum bei der ersten Gelegenheit die WSG Hoffmann verboten, 9 Monate vor dem Oktoberfestattentat, als sie sich über Bayern hinaus auf das Bundesgebiet ausgedehnt hatte. Was aber war los hier in München? Dass es 2 Jahre später im November 82 die Zeitungen in dieser Stadt bei kurzen Meldungen über die Einstellung der Ermittlungen bewenden ließen, die wie in einer kollektiven Amnesie diese krassen Widersprüche zur schlussendlich festgestellten Theorie eines unpolitischen Einzeltäters kaum thematisierten. Was war los in München, dass es keinen Aufschrei gab? Warum debattierte der Stadtrat nicht? Warum hakten der Oberbürgermeister und seine Nachfolger nicht beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe nach? Beinahe wäre es nach der Einstellung des Verfahrens 1982 bei dieser Apathie, diesem Desinteresse an der Aufklärung des Oktoberfestattentats geblieben. Diese Apathie in der Frage, wer außer dem Bombenleger Gundolf Köhler steckte hinter dem Anschlag, hatte schlimme Folgen. Sie zog die mangelnde Empathie und Anteilnahme für die Opfer und die Überlebenden und ihre Familien nach sich. Als sie am dringendsten Hilfe gebraucht hätten, zunächst nach dem Anschlag und dann auch 2 Jahre später nach der Einstellung der Ermittlungen, da waren sie alleine. Die im vergangenen Jahr im Durchgang zum Prunkhof des Rathauses am Marienplatz eingeweihte Tafel, Oberbürgermeister Reiter hat gerade daran erinnert, hat dies mit mehr als 35 Jahren Verspätung endlich ausgesprochen. Zitat: Ihr unbeachtetes Leid mahnt uns zur Fürsorge. Es blieb nur deshalb nicht bei Gleichgültigkeit und Apathie, weil sich Rechtsanwalt Werner Dietrich von der Einstellung der Ermittlungen an mit dem Mandat einiger Opfer um die Wiederaufnahme der Ermittlungen bemühte. Er erkämpfte für seine Mandanten die Akteneinsicht bei der Generalbundesanwaltschaft und rückte die wichtigsten offenen Fragen und schweren Versäumnisse bei den Ermittlungen in das öffentliche Bewusstsein in dieser Stadt. Die bedrückte Miene von Ignaz Platzer, der 2 Kinder durch das Oktoberfestattentat verloren hatte und dessen Familie zerbrach, damals in Dietrichs Informationsveranstaltung im Künstlerhaus während des Oktoberfests 1983, die werde ich nie vergessen. Rechtsanwalt Dietrichs Informationen hatten jede Menge Ansatzpunkte geliefert, dem, was wirklich geschehen war, am Abend des 26. September mit eigenständiger Recherche nachzugehen und das Ergebnis und die Arbeitsweise der Ermittler in der Sonderkommission Theresienwiese des Bayerischen Landeskriminalamtes in Frage zu stellen. Im Jahr 1984 reichte Dietrich einen ersten Antrag auf Wiederaufnahme der Ermittlungen beim Generalbundesanwalt ein, gespeist aus seinem Studium der Ermittlungsakten, angereichert mit eigenen Nachforschungen
neuen Zeugenhinweisen, die ihn nach Presseveröffentlichungen erreicht hatten, und auch Rechercheergebnissen, die ich nach dem Einstieg ins Thema an ihn weitergeben konnte. Nach kurzen Nachermittlungen entschied der Generalbundesanwalt, damals noch Dr. Kurt Rebmann, der Wiederaufnahmeantrag enthalte keine substanziell neuen Informationen, die eine Wiederaufnahme der Ermittlungen rechtfertigten. Und was die von mir eingelieferten Hinweise anging, gab mir Rebmann in diesem Sinne in Karlsruhe damals ein Interview. Er bestand damals auf der Einzeltäterschaft Gundolf Köhlers, und meine Einwände, dass so viele Hinweise auf Begleiter und Mittäter deuteten, bedachte mich der Generalbundesanwalt bei der Verabschiedung unter der Tür mit den jovialen Worten: Dann bringen Sie mir doch die Täter. In einem ersten Buch, Oktoberfest, ein Attentat im Herbst 1985, konnte ich belegen, wie der Chef des Staatsschutzes und Aufseher des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz im Bayerischen Innenministerium, Dr. Hans Langemann, in die Ermittlungen eingegriffen hatte. Er hat durch den sofortigen Verrat interner Ermittlungsergebnisse der Polizei in den ersten Stunden und Tagen nach dem Attentat mögliche Mittäter und Mitwisser des mutmaßlichen Bombenlegers Köhler gewarnt und ihnen die Vertuschung von Spuren ermöglicht. Das eröffnete in diesem Terrorfall eine neue, die geheimdienstliche Dimension und warf Fragen auf. Da ist ein Geheimdienstchef, der mit seinen nachrichtendienstlichen Mitteln, etwa V-Leuten in der rechtsextremen Szene, die polizeilichen Ermittlungen nach einem Terroranschlag unterstützen soll. Stattdessen sabotiert und stört er diese Ermittlungen. Was steckt dahinter? Die Bundesanwaltschaft verhielt sich daraufhin ganz kühl nach dem Satz von Karl Valentin: Das tun wir gar nicht erst recht ignorieren. Aus Karlsruhe kam keine Nachfrage, keine Presseerklärung, kein Kommentar. Nach der Wende tauchten in den Archiven des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR tausende Aktenseiten zum Komplex Oktoberfestattentat auf. Die Stasi hatte jede Menge Informationen über die rechtsextreme Szene der Bundesrepublik und ihre Vernetzung gesammelt. Sie hatte aber auch den polizeilichen Ermittlern beim Ermitteln nach dem Attentat über die Schultern geschaut. Und sie hatte die Aktivitäten westlicher Geheimdienste im Umfeld der rechtsextremen Gruppen beobachtet, die kurz vor dem Münchner Attentat einsetzten. In seinem zweiten Wiederaufnahmeantrag forderte Rechtsanwalt Werner Dietrich die Auswertung dieses Materials und lieferte weitere über die Jahre gesammelte Indizien und Zeugenbekundungen. Auch sein zweiter Antrag, die Ermittlungen wieder aufzunehmen, wurde abgelehnt. Mittlerweile im Jahr 2008 wandte ich mich an die damalige Generalbundesanwältin Dr. Monika Harms. Ich bat sie darum, alle 1980 gesicherten Tatortasservate des Oktoberfestattentats neu zu untersuchen. Asservate, aus denen man jetzt mit der DNA-Analyse die Spuren möglicher tatbeteiligten Personen außer Gundolf Köhler gewinnen könnte, was 1980 noch gar nicht möglich war. Ich wusste von Zigarettenkippen mit verschiedenen Speichelanhaftungen aus Köhlers Auto, in dem er von Zeugen am Nachmittag des Tattages in München mit zwei Beifahrern gesehen worden war. Und schließlich vom Fragment einer menschlichen Hand. Über diese schrieben die damaligen Ermittler der Sonderkommission Theresienwiese des Bayerischen LKA in ihren Schlussbericht, sie passe nach der Serologie zu keinem der bekannten Verletzten und Toten des Anschlags, somit auch nicht zu dem tatverdächtigen Köhler. An anderer Stelle in diesem Bericht wird sie aber als Hand des Täters bezeichnet. Was stimmt nun? Dies mit den jetzigen kriminaltechnischen Möglichkeiten zu überprüfen, regte ich bei der Generalbundesanwältin Harms an. Lagen womöglich die DNA-Spuren von Mittätern Köhlers in Reichweite der Ermittler in der Asservatenkammer in Karlsruhe? Sie lagen dort nicht. Sie lagen dort nicht mehr, denn alle von der Münchner Sonderkommission Theresienwiese im Mai 1981 übermittelten Tatort-Asservate seien 1997 zerstört worden, wurde mir 2009 von der Bundesanwaltschaft eingestanden. Und das im Fall des schwersten Terroranschlages in der Geschichte der Republik, einem vielfachen Mord. Und Mord verjährt nicht. Aber der Skandal
Asservatenvernichtung war nicht nur einer der Bundesanwaltschaft. Denn die Fortsetzung der Recherche barg die nächste Überraschung. Aus den zur historischen Forschung schon im Bundesarchiv Koblenz abgelegten Ermittlungsakten des eingestellten Verfahrens, die einzusehen mir die Bundesanwaltschaft dann erlaubte, war zu erkennen, als die Soko-Theresienwiese des Bayerischen Landeskriminalamtes nach ihrem Ermittlungsschluss im Mai 81 die Auswahl der wichtigsten Tatortasservate zur Bundesanwaltschaft nach Karlsruhe schickte, waren diese DNA-relevanten Asservate, Zigarettenkippen aus Köhlers Auto und das Handfragment, gar nicht dabei gewesen. Sie haben die ermittlungsführende Bundesanwaltschaft niemals erreicht. Die Zigarettenkippen wurden nach der serologischen Analyse vernichtet. Das ist in Akten dokumentiert. Und die Hand verschwand im Bayerischen Landeskriminalamt zwischen September 1980 und Mai 1981 auf ungeklärte Weise aus dem Besitz der Soko-Theresienwiese, mitsamt dem serologischen Gutachten dazu. Viel von dem hier Berichteten haben Regisseur Daniel Harrich und ich 2013 in dem Spielfilm Der blinde Fleck gepackt. Eigentlich eine Chronik des jahrelangen Gegen-Mauern-Rennens. Mit der überwältigenden Reaktion auf die Veröffentlichung des Films im Fernsehen und Kino hatte niemand der Beteiligten gerechnet. Viele Schleusen der Erinnerung öffneten sich. Bei Rechtsanwalt Dietrich und bei mir meldeten sich eine Vielzahl alter und neuer Zeuginnen und Zeugen. Nach der Diskussion bei der Premiere des Blinden Fleck im Rahmen des Münchner Filmfests im Landtag sicherte Innenminister Herrmann Rechtsanwalt Dietrich endlich die Einsichtnahme in die Spurenakten der Soko-Theresienwiese zu, die, wie das LKA jahrelang behauptet hatte, angeblich gar nicht mehr existierten. Mit seinem dritten Wiederaufnahmeantrag, gestützt auf diese Akteneinsicht und neue Zeugenmeldungen, drang Rechtsanwalt Werner Dietrich nun endlich bei der Bundesanwaltschaft durch. Generalbundesanwalt Harald Range verkündete am 11. Dezember 2014, ich zitiere, Mord verjährt nicht. Die Angaben einer uns bislang nicht bekannten Zeugin haben mich veranlasst, wieder förmliche Ermittlungen wegen des Oktoberfestattentats vom 26. September 1980 aufzunehmen. Wir werden unsere Ermittlungen allerdings nicht auf die Zeugin und deren Angaben beschränken. Vielmehr werden wir allen Ansatzpunkten zur Aufklärung der Hintergründe des heimtückischen Mordanschlags erneut und umfassend nachgehen. Zitat Ende. Nach 32 Jahren Stillstand hat die Bundesanwaltschaft im Fall Oktoberfestattentat zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein von ihr eingestelltes Verfahren wieder aufleben lassen. Und Generalbundesanwalt Harald Range wollte es damals unter dem Eindruck des NSU-Debakels wissen. Haben auch beim Oktoberfestattentat Ermittler und Geheimdienste versagt? Nicht nur den neuen Zeugenaussagen und Hinweisen sollte nachgegangen werden. Auch in der alten Ermittlung sollte jeder Stein umgedreht werden. Schließlich forderte er alle Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder, den BND und den militärischen Abschirmdienst auf, alle dort eventuell vorhandenen Akten zur Verfügung zu stellen. Damit könnte ins Blickfeld rücken, was in der ersten Ermittlungsphase in den 80er Jahren zwar eine Rolle gespielt hatte, siehe die Einmischung von Herrn Langemann, aber überhaupt nicht untersucht worden war. In welcher Weise Geheimdienste in das Geschehen beim Oktoberfestattentat involviert waren. Aber was ist aus den Ermittlungen Stand heute geworden? Vielleicht geht es Ihnen wie mir, dass Sie erstaunt sind zu erfahren, dass die wiederaufgenommenen Ermittlungen mittlerweile mehr als doppelt so lange laufen wie in der ersten Ermittlungsphase, vom September 80 bis November 82, nämlich jetzt bald volle 5 Jahre. Nur über ihr erstes Jahr 2015 kann ich noch aus relativer Nähe berichten. In diesem Zeitraum folgte ich der Bitte aus Karlsruhe, der Bundesanwaltschaft jene neuen Zeugen zu benennen, die sich bei mir nach der Veröffentlichung des Films Der blinde Fleck gemeldet haben und deren Aussagen Daniel Harrich und ich in die ARD-WR-Dokumentation Attentäter, Einzeltäter, Neues vom Oktoberfestattentat aufgenommen hatten. Meine Kontaktpersonen, ich benannte sie.
nachdem ich ihre Einwilligung eingeholt hatte. Meine Kontaktperson war Bundesanwalt Beck, Abteilungsleiter Terrorismus und im Sommer 2015 nach der Abberufung von Harald Range auch kommissarischer Generalbundesanwalt. Bundesanwalt Beck stimmte mich darauf ein, dass ich allerdings in der Umkehr keine Informationen seitens der Ermittler erhalten werde, auch nicht über Erkenntnisse, die sich durch die von mir benannten Zeugen ergeben könnten. Die Wiederaufnahme von Harald Range hatte aus dem Cold Case Oktoberfestattentat ein schwebendes, offizielles, juristisches, neues Ermittlungsverfahren gemacht, in dem Journalisten keinen Platz und keinen Anspruch auf Einblick haben. Das sind die Spielregeln, die zu akzeptieren sind, auch wenn man es als Publizist gerne anders hätte. Blieb nur, nach einer Weile selbst bei den Zeugen nachzufragen, die sich bei mir gemeldet hatten, wie die neue SOKO mit ihnen und ihren Hinweisen umgeht. Da war der ehemalige Sprengstoffspezialist des BKA, Gerd E., der 1980 von der SOKO Theresienwiese hinzugezogen wurde, um den Aufbau und die Wirkungsweise der Oktoberfestbombe zu analysieren. Er steht unter anderem für die Expertise, dass Köhler, trotz seiner Sprengstoffkenntnisse, die komplizierte Münchner Bombe nicht selbst, gewiss jedoch nicht allein gebaut haben kann. Und er traf eine wichtige, klare Aussage. Die Gewalt und die Hitze der Bombe, die Köhler im Augenblick der Detonation in beiden Händen hielt, hat seine Hände verbrannt, zerfetzt, ja, atomisiert. Von Köhlers Händen können, wenn überhaupt, nur sehr kleine, sehr stark verbrannte Fragmente übrig geblieben sein. Jene schnittartig abgetrennte Hand kann es jedenfalls nicht gewesen sein, die der Polizist Markus L. hier seitlich des Brausebadhauses beim Einweisen der Rettungswagen auf der Fahrbahn entdeckte. Geborgen hat sie dann sein Polizistenkollege Günther G., der sie in der provisorischen Einsatzzentrale in einem Bus der Feuerwehr abgab und der sich bei mir meldete und sie uns genau beschrieb. Ein Handteller mit vier Fingern in einem Stück, nicht verkohlt, die Haut nicht zerfetzt. Das ist die Hand, die die SOKO dann zur serologischen Analyse in die Gerichtsmedizin schickt und die danach samt dem darüber ausgefertigten Gutachten verschwindet. Dem Polizisten G., der jahrelang im Unfallkommando Ost gearbeitet hat, wird nach längerer Vernehmung durch die neue SOKO 26.09. gesagt, er erzähle Schauermärchen, ob er sich wohl vor seiner Ehefrau wichtig habe machen wollen. Der Ex-BKA-Sprengstoffspezialist Gerd E. wird von der neuen SOKO befragt, ob ich ihm für seine Aussage Geld geboten und gezahlt hätte. Habe ich nicht, mehr als eine Hotelübernachtung und das Benzingeld für An- und Abreise wurde nicht erstattet. Schließlich wird Gerd E. bedeutet, dem Journalisten Chaussy nicht noch einmal Hinweise zu geben. Dass die neue LKA SOKO 26.09. einen Teil des von Generalbundesanwalt Range gegebenen Ermittlungsauftrages sabotiert, nämlich die schwerwiegenden Ermittlungsfehler der LKA SOKO Theresienwiese von 1980 kritisch zu untersuchen, das kam schließlich auf den Punkt beim Interview mit dem ersten, mittlerweile abgelösten Leiter der neuen SOKO, dem Kriminaldirektor Mario Huber. Die Beantwortung von Fragen zum merkwürdigen Umgang mit den von mir benannten Zeugen wurde empört abgelehnt. Ebenfalls nicht beantwortet wurde die Frage, untersucht denn die neue SOKO, warum die alte SOKO bereits Mitte November 1980 kaum noch mit den Zeugen arbeitete, die nicht in die Einzeltätertheorie passten. Schließlich brachte es SOKO-Leiter Mario Huber auf den Punkt, die neue SOKO sei nicht zur Vergangenheitsbewältigung da, sondern ausschließlich um mögliche Mittäter von Gundolf Köhler zu ermitteln und falls noch möglich zur Verantwortung zu ziehen. Doch diese Ermittlung muss sehr wohl die Vergangenheit, wenn auch nicht bewältigen, doch sehr genau aufarbeiten. Auch und besonders, indem die Fehler angeschaut und analysiert werden, die damals gemacht wurden.
Wie konnte es geschehen, dass die Ermittler in kürzester Zeit die Psychiatrisierung und Entpolitisierung des Tatbeteiligten Gundolf Köhler in die komplett absurde Theorie vom frustrierten Studenten und Einzeltäter verwandelten, der sich aus Liebeskummer und Universalhass in die Luft gesprengt habe? Und bei dem dann als vernachlässigbare Kleinigkeit unter den Tisch fällt, dass und wie er eine Zeit lang in der rechtsextremen und Wehrsportszene eingebunden war. Wer oder was trieb die Ermittler dazu an? Ein Beispiel noch zu dieser Arbeitsweise, weil wir nun endlich in München auch von den Opfern sprechen. Da gab es in den ersten 5 Wochen als wichtigsten und glaubwürdigen Hauptzeugen den Frank Lauterjung, einen mutigen Mann, der eine Stunde vor dem Anschlag Gundolf Köhler ganz genau beobachtet hat. Den Wuschelkopf, wie er Köhler in den Vernehmungen nannte. Er trug einen Kinderkoffer in der einen und eine weiße Plastiktüte in der anderen, in der sich ein schwerer zylindrischer Gegenstand abzeichnete. Alles präzise beobachtet, aus wenigen Metern Entfernung. Da drüben am Brausebadhaus. Gerne hätte der homosexuelle Frank Lauterjung den Wuschelkopf angesprochen und mit ihm Kontakt aufgenommen, weil ihm Köhler gefiel. Aber das ging nicht, weil Köhler dort drüben auf der Brausebadinsel zwischen den Bänken mit 2 anderen jungen Männern in Parkas stand und sich erregt mit ihnen unterhielt und stritt, eine Viertelstunde oder etwas mehr. Deswegen gelang es ihm nicht, Köhler alleine anzusprechen. Lauterjung wandte sich ab und sah ihn erst um 22.18 Uhr wieder, als Köhler den Bavaria-Ring überquerte mit der Bombe in der Plastiktüte auf dem Papierkorb zu. Dann versperrten Lauterjung Passanten den Blick, als nächstes die Stichflamme, die Detonation. Lauterjung war mutig. Denn er meldete sich bei der Polizei und gab alles genau zu Protokoll und ließ erkennen, warum er Köhler so genau beschreiben konnte, weil er nämlich als Schwuler auf Kontaktsuche gewesen sei, beim Brausebadhaus, dessen Männertoilette damals eine Klappe war. Keine Kleinigkeit, all das damals als Schwuler bei der Polizei zu bekennen. Eine Woche später, ein paar Wochen später, entscheiden sich die Ermittler, dem einen Donaueschinger bekannten Köhlers zu glauben, dem sie das Psychogramm vom suizidalen, unpolitischen Einzeltäter abnehmen. Sie bestellen Frank Lauterjung ein, reden ihm mit Suggestivfragen ein, dass seine Beobachtungen nicht stimmen und vermitteln ihm, dass sie ihm nicht mehr glauben. Man lässt ihn fallen. Lauterjung entwickelt große Angst, lässt seine Wohnungstür mit einem schweren Riegel sichern, wird herzkrank, erleidet einen Infarkt, stirbt im August 82 während der noch laufenden Ermittlungen. In gewissem Sinne zählt er für mich auch zu den Opfern des Attentats. Als Kommissare der SOKO 26.09. im Mai dieses Jahres der SZ-Redakteurin Annette Ramelsberger Einblicke in ihren Ermittlungsstand gewährten, breiteten sie beeindruckende Zahlen aus. Wie viele neue und alte Zeugen sie vernommen, wie viele tausende Aktenseiten sie durchgearbeitet haben. Sie haben einen virtuellen Tatort gebaut, in dem der Ort Theresienwiese, die Bauten und Buden und natürlich die Menschen und ihre Bewegungen aus den unzähligen Vernehmungen eingezeichnet sind, im zeitlichen Verlauf bis in die Minuten nach dem Attentat. Vor allem aber kommunizieren die Münchner Ermittler die Botschaft, alles sei ausgeforscht und alles sei vergeblich. Nur eines lassen sie unerwähnt, ob sie überhaupt den Ursachen nachgegangen sind, warum ihre Kollegen in den 80er Jahren ihnen diese Trümmerlandschaft einer Ermittlung hinterlassen haben, in der sie die entscheidenden Sachbeweise irgendwie verschwinden ließen. Und den Tatzeugen und Spuren, die nicht in die Einzeltätertheorie passten, nicht nachgingen, als diese noch frisch und in der Erinnerung präsent waren. Diesen Satz gegen Ende der Seite 3 Reportage von Annette Ramelsberger am 18. Mai dieses Jahres, der ließ dann bei mir das Telefon nicht stillstehen. Ich zitiere, es wird der Bundesanwaltschaft also nichts anderes übrig bleiben, als die Ermittlungen einzustellen, ein zweites Mal.
Seither gehen viele Menschen davon aus, dass dies bereits beschlossene Sache sei, bis hin zur DGB-Jugend bei der Einladung zu dieser Rede. Das ist nicht der Fall. Rechtsanwalt Werner Dietrich hat die Sichtung erheblicher Bestände von Akten der Nachrichtendienste zum Oktoberfestattentat noch vor sich. Und ihm als Rechtsvertreter der Opfer muss und wird von der Bundesanwaltschaft die Zeit gegeben werden, die er dazu benötigt. Bundesanwalt Beck teilte mir auf briefliche Anfrage mit, dass das Ermittlungsverfahren fortdauere. Ich hatte ihm, wie in dieser öffentlichen Rede, mitgeteilt, dass die Münchner Ermittler der neuen SOKO nach meinen Wahrnehmungen die dringend notwendige kritische Aufarbeitung der Ermittlung der alten SOKO Theresienwiese verweigerten und dass dies die Bundesanwaltschaft als Ermittlungsführerin nicht hinnehmen dürfe. Ob dieser Appell Beachtung findet, ist offen. Wir werden nächstes Jahr hier an der Theresienwiese mit einer sicher eindringlichen Installation an die vielen Opfer des Oktoberfestattentats und ihre Schicksale erinnert werden. Nicht, wie ich vergangenes Jahr vermutlich zu spät angeregt habe, im geschützten Raum eines umgestalteten Brausebadhauses. Es ist ja nun, weil es an der Wiesn bekanntlich kein Bier gibt, zu einer Bierkneipe umgebaut worden. Hier im Freien, in der Reibung mit den feiernden Festbesuchern, sollen die Geschichten und Leiden der Opfer erzählt werden. Ich wünsche mir sehr, dass dieses schwierige Projekt gelingt, auch wenn die Umstände dafür sehr schwierig sind. Wenn aber die Ermittlungen tatsächlich demnächst vor dem kommenden 40. Jahrestag des Oktoberfestattentats eingestellt werden sollten, bitte ich die Bürgerschaft um aufmerksame Überprüfung des Ermittlungsergebnisses, auch die Abgeordneten des Bayerischen Landtags. Und beim Oberbürgermeister kann ich mir da auch sicher sein. Denn wenn die Justiz auch im zweiten Anlauf zu einer auch selbstkritischen Aufarbeitung des Oktoberfestattentats nicht in der Lage ist, dann sollte die Stunde der Politik schlagen und der Erforschungs- und Erinnerungsort das Maximilianeum werden. Das Oktoberfestattentat wäre wahrlich einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss wert. Danke.